25, Dirk Fischer. Mit der Startnummer F26, ein Flathead Pontiac Coach von Baujahr 1926. 4,2 Liter Motor und 125 Kubik steuern dieses kleine Wunder an. Mit der Startnummer F27 grüßt uns Dirk Fischer aus seinem Fahrrad Flathead Ford T Model T Ford von 1927. Achtung, wir haben den Start. Und Feuer frei. Start Nummer 27, die mit dem Start, Dirk Fischer. Und seicht und mühsam zuckert Jörg Waderitz hinterher. Aber es zuckert tatsächlich nur der blubbernde V8. Trotz alledem wird ja Leistung auf die Strecke gebracht und er versucht anzugreifen mit seinem fliegenden Saat. Und er hat ihn. Er hat ihn in diese Kurve gepackt, überholt, Jörg Waderitz gerade führen. Und wir fragen uns, was hier schneller unterwegs ist, meine Damen und Herren. Der Staub auf der Piste oder unsere Fahrzeuge. Start Nummer F26, Jörg Waderitz nach wie vor vor. Aber er versucht durchzuziehen.
Beetle als Erster im Duell von Frey und Janasch. Er hat gewonnen. Guido mit der Startnummer 69. Und auch André Frey mit einem Applaus. Seine Ladehemmungen seien ihm verziehen. Er hat eine saubere Nummer abgegeben. Genau, Mittwoch. Wir rufen folgende Gladiatoren in den Ring. Auf einem Studebaker von 1956 mit der Startnummer 71 Gerd Schaller und mit einem Ford Model A Kombi von 1931 Andreas Lorz, die Startnummer 18. Dirtrek Nutha 2017, das Sandbahnrennen für alles, was Räder hat. Andreas Lorz grüßen wir natürlich aus freundschaftlicher Verbundenheit zu Massen Dirtrek, einer der Mitorganisatoren und ganz großen Vorreitern im Dirtrek-Rennsport. Andreas Lorz, Startnummer 18, hier gegen die Startnummer 71. Ganz klar, los geht's! Und Andreas Lorz gewinnt den Start. Oh, blechernes Rumpeln in der hinteren Kurve. Was war das? Der Studebaker hat blechernde Geräusche abgegeben. Wir schauen bedächtig. Nach wie vor Andreas Lorz mit der Startnummer 18 in der Vorhand. Nach wie vor rasselt es und klappert es auf dem Studebaker. Das kann natürlich beabsichtigt sein, Ausschalten und Irritieren des Gegners durch geräuschliche Verunsicherung. Einzeit, der Hörer. Hinterher, Gerd Schaller. Der Tatort 71, Inhalt, Einzeit, Uhrwechsel. Geklappert haben. Er kommt aus Meißen und ist auch von weit her angereist. Bevor wir jetzt die Nächsten hier in den Ring rufen, ganz kurz die Durchsage. Wir haben ein Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WBIO 417. Der steht unmittelbar in der Ausfahrt bzw. in der Feuerwehrzufahrt. Bitte dringlichst das Fahrzeug wegfahren. Ich wiederhole nochmal das Kennzeichen WB für Wittenberg. IO 417, bitte unverzüglich das Fahrzeug aus dem Sicherheitsbereich entfernen. Okay, kommen wir zu den nächsten Fahrern. Wir rufen ein mit der Startnummer 88 Daniel Pretz und Herko Plötz mit der Startnummer 5. Herko Plötz pilotiert hier wieder seinen alten Ford Dirtrekker von 1933. 8-Zylinder-Motor, natürlich ein schöner V8 und er fordert hier die kleine Drehtruppe heraus. Ein 6-Zylinder Fiat von 1959, gelenkt von Daniel Dresd. Wir haben ihn schon einmal erlebt mit einem kleinen Fiat, aber hier schon mit dem Polski Fiat vertreten. Auch die zwei wieder. Wollen wir mal sehen, ob der kleine Europäer gegen den großen Amerikaner eine Chance hat? Jeder möchte sich bitte seinen Favoriten raussuchen. Wetten werden noch angenommen, das Wettbüro hat noch geöffnet. Und das Wettbüro schließt in wenigen Sekunden. 3,
2, 1, und in dem kleinen Fiat 600 mit der Startnummer 88 und Herr Herkoblitz, der den großen V8 Poliden, den Dürftrecker mit der Startnummer 5, hier um den Parcours lenkt. Und jetzt hat sich ein Feld hier abgezeichnet, natürlich vorne erscheinen lässt. Wer sollte es anders erwarten, Herkoblitz, als geübter Fahrer im Dürftreck. Natürlich auch mit der entsprechenden Motorisierung und dem entsprechenden harten Material. Aber trotz alledem, ja, keine zuckersüß anzuschauen und nicht minder mit Kraft gesehen. Daniel Brez. Und jetzt kommt das durch das Ziel durch. Herr Koblitz mit seinem alten Ford V8 Dirt Tracker aus Amerika. Dieses Auto hat schon dort Kreise gezogen und ist auch so hier importiert worden. Ein fantastisches Fahrzeug vor Daniel Brez mit der Startnummer 88 durchs Ziel.